Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge Nummer 39 von Graveyard Keeper. Da ganzen DLCs sind natürlich auch dabei. Wir haben die Uhr schon weitergedreht, sehe ich gerade. Das heißt, wir können den Gottesdienst machen. Wir sollten dafür aber schauen. Ich glaube, auf dem Friedhof lag noch ein Gebet oder sowas. Da müssen wir mal gucken, dass wir das holen. Und dann schauen wir zu, dass wir da den Gottesdienst abhalten. Und dann geht's weiter, ne? Da kommt schon der Pfaffe. Und dann schauen wir mal gerade, dass wir das hinkriegen. Hier in der Kiste war das, ne? Ja. Flüchtiges Gebet, das nehmen wir mal mit. Kommt der auch oder kommt er nicht? Ist wahrscheinlich noch unterwegs ein Bier trinken gegangen, oder? Schiebt er uns weg? Der schiebt uns weg. Erreiche 30 auf dem Friedhof, erreiche 20 in der Kirche, okay. Das haben wir also noch nicht geschafft. So, jetzt ist es hell. Haben wir denn... Ja, warte mal. Wo ist das Gebet? Habe ich gar nicht mitgenommen, oder was? Ah, nee, das ist ja doof. Also nochmal schnell raus. Haben wir irgendwas falsch gemacht. In der Kiste, ich muss es mithaben. So sieht's aus. Haben wir denn vielleicht unten in irgendeiner Kiste noch was? Ich guck mal lieber nach. Bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Ist hier noch was drin? Öl ist da. Nee, eigentlich ist hier nichts drin. Aber ich sehe gerade, wir haben noch gar kein Intro gemacht. Das machen wir als nächstes, bevor wir den Gottesdienst machen, ne? Ich würde sagen, bis gleich, ne? So, dann gehen wir hinter den Tisch und beten, oder? Kirchenqualität ist schon 9. Anfertigen. Schauen wir zu. Und da kommen schon einige. Oh, es können nicht alle sitzen. Das ist schon mal schlecht. Wir müssen noch eine Bank bauen. Aber warte mal, da gibt es noch mehr, ne? Kann ich hier hoch runter scrollen? Ne, leider nicht. Okay, 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 toll. Da gab es noch mal Segen. Kein Geld, kein Geld, kein Geld. Kommt jetzt, oder? Kein Geld von mir, kein Geld von mir. Okay, dann halt nicht. Aber wir haben hier diese 4 Segen bekommen. Das ist, denke ich mal, schon mal für uns nicht schlecht, ne? Glaube. Gut, was kostet denn unsere Kirchenbank hier? Kirchenbank kostet 6 Bretter und 4 Nägel. Die müssen wir dann besorgen. Sollten wir auf jeden Fall machen, ne? Hier ist aber nichts drin. Wir können ja mal reingucken. Besucher waren 9 da, erhaltener Glaube 2, Spenden gesammelt. Keine Ergebnis Erfolg, Erfolgschance 90%, Glaubensbonus 2. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Und da können wir noch handeln. Was können wir denn bei dem kaufen? Flüchtiges Gebet kostet 1. Hostien gibt es da und eine Kerze. Nee, das machen wir erstmal nicht. Wir kümmern uns um andere Dinge jetzt weiter. Gut, schauen wir mal, ne? Hier ist keine Leiche, möchte ich auch gerade momentan nicht haben. Wir müssen erstmal mit den anderen Dingen klarkommen. Jetzt ist die Frage, hier geht's mit Holz, ne? Mit Stein. Können wir denn hier, da können wir das machen. Umrandung, geht auch. Grabstein fügt dem Grab 2 hinzu. Okay, 1 zu viel, dann machen wir 3-mal. So, lass loslegen. Schnelle Grabumrandung haben wir. Zweite. Dritte. Sehr gut. Lass uns auf den Friedhof gehen und gucken, dass wir den fertig kriegen. Da waren ja einige Gräber, wo einiges fehlte, ne? Hier oben zum Beispiel, ne? Da können wir ja hier was hinbauen. Warum ist das auch so, dass es Bau gewesen sozusagen?
So, noch einer. Dann sind wir schon im Plus auf jeden Fall. Und da geht noch einer. So, jetzt haben wir den Friedhof auf 5. Das reicht aber nicht, ne? Wie viel war das? Ich weiß es nicht. Wir können das ja mal schnell nachgucken. Der Friedhof sieht gut aus. 30. Und 20 die Kirche. Wow. Ja, da müssen wir noch einiges dran tun, dann, ne? Den können wir nicht abbauen und die können wir auch nicht abbauen. Hier können wir auch gar nichts machen erstmal. Ist hier was drin? Nein, das war ja unser Bürger, königliches Siegel, Bauerlaubnis. Können wir dann kaufen, Bauerlaubnis können wir auch kaufen, aber rechtmäßige Bürde, Handelslizenz kannst du auch kaufen, aber das ist alles in weiter Ferne vom Geld her dann, ne? Was sind das für Taler? 12? Weiß ich nicht. Egal. Es geht erstmal nicht, ne? Was steht da oben rechts eigentlich? Königliche Dienste, 65 haben wir da, okay. Okay, hier kommt man nicht weiter. Das heißt, wir schauen mal, was wir hier noch weiter tun können. Aber wir können auf jeden Fall mal noch einen Baumstamm fällen, würde ich sagen. Und den schon mal mitnehmen. Dass wir genügend Holz hier immer dabei haben. Stein liegt da ja tatsächlich noch. Und hier. Wir brauchten Bretter. Fertig. Tölzer Grab, Umrandung. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Ich wollte nur Umrandung machen. Holzplanke. So, dann machen wir die erstmal, weil wir brauchten da. Vier Stück, wie viel hatten wir? Weiß ich nicht. Und Nägel brauchen wir. Nägel kriegen wir ja am Amboss gefertigt, ne? Ja, da gibt es schon 8 Nägel, wir brauchten nur 4. Das reicht ja dann erstmal. Und jetzt haben wir keine Möglichkeiten mehr, das zu machen, weil uns das Essen ausgeht. Hier kommen wir. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt haben, aber einiges können wir da fertigen. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob wir genug Holz haben, Bretter haben. 4, doch 4 war richtig, glaube ich. 4 und 4 waren es. Das heißt, wir gehen jetzt zur Kirche und bauen nochmal eine Bank. Ah, er geht schon nach Hause. Auch gut. Was kommt danach? Danach kommt irgendwas Rotes. Na, es sind 6 und nicht 4. Ist schade, ne? Okay, das bedeutet, wir gehen mal da unten lang. Ich denke mal, hier wird sowas ja nicht drin sein, ne? Oh, doch, da ist noch eins. Jetzt haben wir 5. Okay. Hier sonst noch was? Ich glaube nicht, ne? Ah, Schlange kommt. Wir haben wie viel Glauben? Müssen wir mal gucken. Einer fehlt, du glaubst es nicht. Gib ihm den Schlüssel. Der Schlüssel ist leider noch nicht richtig. Ja, müssen wir mal schauen. Ist hier in der Kiste was drin? Ich glaube nicht, oder? Nur Fett, okay. Ist die Frage, ob ich noch einen Glauben irgendwo habe. Es könnte sogar sein, dass der hier in der Kiste vielleicht ist. Ne. Hostien gibt's hier. Exterminierungserlaubnis haben wir, ja, ist okay. Habe ich mit dem Dingens schon den Kuchen da irgendwie? Ja, den habe ich schon gemacht, ne? Also, glaube, fehlt uns einer, so ein Shit. Ne, warte mal. Wir wollten noch ein Brett machen, das war's.
Und das passierte hier, aber dafür brauchen wir Balken, die wir wahrscheinlich hier am Sägebock machen, oder? Da haben wir jetzt 6 von. Und da können wir jetzt Planken von machen. So, eine Planke brauchen wir noch. Fertig. So, jetzt gehen wir wieder in die Kirche. Das mit dem Glauben, das ärgert mich, dass wir jetzt einen zu wenig haben, ne? Hier war keiner drin, ne? Nee. Nee, warte, wir sind hier oben falsch. Hier geht's lang, ne? Oder? Ja. Jetzt müssen wir nämlich wieder bis zum nächsten Sonntag hier warten, um an Glauben zu kommen, ne? Kirchenbank. So. Ach, die ist jetzt schon da, oder was? Kirchenqualität ist jetzt 10. Wir brauchten sie in 20? Ich glaube in 20. Okay. Und Friedhof auf 30. Ja, da haben wir noch einiges zu tun, ne? Leiche ist keine, wollten wir auch nicht jetzt gerade. Lass uns mal gerade schauen, was wir hier bei NPCs so haben. Friedhofswärter. Das Portal auf dem Hexenhügel ist klar. Hol das Tagebuch. Das kriege ich aber nur, wenn ich Schlange fertig kriege. Schlange fehlt mir aber noch. Weil ich das mit mir unterhalten sollte. Wie soll ich das beweisen? Weiß ich nicht. Das ist jetzt gerade die Zeit, wo die dran ist, ne? Kann das sein? Ja. Vielleicht gehen wir mal gucken, ob wir jetzt irgendwie schon mit der uns unterhalten können. Hier geht's lang, naja. Da unten ist der Geist, mit dem waren wir schon mal durch mit dem Kuchen. Der wollte jetzt was anderes, irgendwas mit Öl oder so, ne? Nee, da nicht, hier lang. Mal schauen. Aber ich denke, die will immer noch nichts mit uns zu tun haben, oder? Ich weiß nicht, was wir dort tun müssen, damit sie sich mit uns unterhält. Du hast schon wieder. Ach, die will auch Dingens haben hier. Ah. Und auch 5 an der Anzahl. Du schon wieder, ja. Okay, das funktioniert so nicht. Kann ich ein Grundstück in der Namen kaufen? 30 Silber, okay. Ich habe immer noch keine Tinte, aber mal Gefäße gebaut. Wir müssten jetzt noch den großen Ofen haben. Wir müssten jetzt noch was dafür haben. Graphit. Aber wo kriege ich Graphit weg? Gute Frage, ne? Kann man sich mit denen unterhalten? Nee. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Wo kriege ich Graphit hier weg? Beim Schmied? Können wir mit dem mal quatschen. Handel. Kohle, Eisenerz, Brennholz. Das könnte ich alles kaufen und das kann ich verkaufen. Ich könnte zum Beispiel Nägel verkaufen. 20 gibt es dafür. Wir haben 19. Achso, für einmal gibt es sogar, okay. Nee, das ist mir zu wertvoll, das habe ich selber erstellt. Holz könnte ich. Holz wächst nach, ne? Aber 3 ist nix, ne? Aber die 78 würde ich schon mitnehmen. Gut, dann hat das nicht funktioniert. Ja, das brauchen wir jetzt doch nicht machen hier. Hier gibt's nichts.
Da kommen wir wohl auch nicht hin. Da ist ein Maulwurf. Den Strauch können wir wegmachen mit den Stücken, ne? Okay. Den kriege ich aber nicht. Toilette kann man nicht gehen. Und hier ist auch niemand. Da ist auch niemand. Vielleicht gehen wir hier mal hoch. Weiß ich jetzt aber nicht. So ganz. Was hat sie? Sie hatte... Handeln wir. Den Krug hatten wir. Brauchten wir das noch? Oh, ich weiß das nicht mehr. Warte mal, vielleicht können wir das hier ja sehen, wenn wir das brauchen. Papier und Tinte, silberner Kürbis. Erschaffung verschickt das Kochbuch in der Schmuggelkiste. Beweise, dass man sich mit der erreiche 30 auf dem Friedhof. Bringe den Händler eine Handelslizenz, um dein Geschäft zu öffnen. Dieser Händler braucht einen Fluch. Bringe 20 Brennholz und 20 Fluchblätter. Nee, da bin ich mir jetzt nicht sicher, was das weiter ist. Hier ist niemand rechts. Er war hier irgendwie mit dem Mist unterwegs, ne? Viel Spaß, Kumpel, da konnte ich nichts machen. Und hier, wer ist das? Holzfäller, Handel. Ah, der könnte ich was verkaufen, aber nicht so wirklich, ne? Kaufen könnte ich auch, bringt mir aber nichts. Hier oben geht's noch weiter. Wer kommt denn da noch? Die Zeltstadt oder was war da? Ne, oder? Doch, da ist noch wer. Weiß ich nicht, was das ist. Gehen. Hier gibt es wahrscheinlich nur eine Quest, oder? Da darf man nicht Holz fällen, steht da. Hier sind wir wahrscheinlich am oberen Ende dann, oder? Hier ist noch irgendein Turm. Komme ich da hin? Schauen wir mal. Bin ich da je gewesen? Nein, da komme ich nicht hin, weil da ist noch jemand. Was ist das für ein Ort? Okay, da komme ich noch nicht hin. Wird später frei. Ah, hier ist das Zeltlager. Fischfilets braucht er. 4 Stück in silberner Qualität. Bringe 4 silberne Fischfilets. Boah, die habe ich nie, ne? Die habe ich noch nie daran gedacht, dass ich die habe. Hier ist ein Strand, ne? Da oben kriegt man Sand. Und hier könnte man angeln, aber ich habe wahrscheinlich gar keine Angel mit, ne? Ah, doch, warte, hier, angeln. Doch, ich hätte sie sogar mit. Verschiedene Köder erlauben dir verschiedene... ich habe aber keinen Köder. Mal gucken, ob ich so einen kriege. Okay. Anchovy. Kenne ich noch nicht. Schauen wir mal, ob ich noch so einen kriege. Nur einer? Ja. Okay. So, das war der 4. glaube, ne, oder? Komm, machen wir noch einen mehr. Und das ist noch einer. Genau, wunderbar. Dann lass das erst gut sein.
Wenn ich hier geradeaus gehe, wo komme ich hin? Keine Ahnung, da ist ein Weg, da ist auch ein Weg. Da könnte ich auch noch mal angeln, okay, da will ich aber nicht. Okay, irgendwo nördlich der Siedlung komme ich dann raus. Nachtwächter ist auch schon da, das heißt, hier ist niemand mehr. Und dann gehen wir mal hier unten lang. Und dann gehen wir an den Küchentisch und gucken, dass wir aus den Fischen was machen können. Aber ich sehe schon, die Folge ist auch schon wieder voll. Dann müssen wir mal schauen, dass wir in der nächsten Folge da weitermachen. So, was können wir mit dem Fisch machen? Ah, weißes Fischfilet gibt das mit den Anchovy. Ja, dann können wir da nur das machen. Da brauchen wir einen anderen Fisch für. Gearbeitet haben wir. Jetzt können wir hier noch gucken, was wir aus dem Fisch machen können. Ah, Fischnuggets können wir dann machen. Da brauchen wir aber Öl. Öl haben wir ja auch in der Kiste. Haben wir das auch hier vielleicht in der Kiste? Ich glaube nicht, ne? Oder? Ne, hier ist kein Öl in der Kiste. Gut, okay, dann müssen wir uns ums Öl kümmern. Wir werden aber jetzt hier gerade schlafen gehen, weil macht Sinn. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Uhr habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.